Dies sind nur Ausschnitte vom Ö24-Interview mit dem Magazin So denkt Österreich. Das gesamte Interview aller Leute auf Ö24 habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Dies ist nur mein persönliches Reaktionsvideo, um mal mit Daten und Fakten dazwischenreden zu können, da Menschen wie ich dort nie ein Gehör finden werden. Und eines sei noch erwähnt. Dieses Magazin So denkt Österreich von Ö24, da gibt es schon mehrere, ist immer sehr, sehr einseitig, wo man schon irgendwie denken muss, sind diese Interviewpartner selektiert? Soll es fürs Impfen ein Geld geben? Das schlägt die SPÖ vor, dass man für den Drittstich ein Geld bekommt oder einen Gutschein. Sind Sie da? Ich bin dreimal geimpft. Ich kann sagen, dass die sich nicht impfen lassen, die sollen was unterschreiben, dass sie nicht ins Krankenhaus gehen. Und da bin ich ganz im Sinne der Meinung von Elvis, dass wenn man jahrelang in die Gesundheitskasse eingezahlt hat, man erstens generell ein Anrecht auf einen Platz im Krankenhaus hat. Oder eben die Gebietskrankenkasse dann sämtliche Zahlungen bei Verweigerung einer Behandlung zurückzuzahlen hat. Und wie ist es dann eben mit den Rauchern, den Fettleibigen, Alkoholikern und anderen Menschen in Österreich, die mit ihrem Körper fahrlässig umgegangen sind, sollen die dann auch auf einen Krankenhausaufenthalt verzichten müssen? Das würde ja immens die Krankenkassen entlasten. Oder da es ja immens mehr Menschen gibt, die Alkohol- und andere Drogensüchten haben. Die Menschen, die sich mit Fallschirmen von Hochhäusern stürzen. Aber bleiben wir mal nur bei den Krankheiten wie Diabetes, Gicht, Arthrose, Fettleibigkeit und so weiter. Denn davon allein gibt es Millionen mehr Menschen als die, die wegen Corona auf den Intensivstationen müssen. Das könnt ihr hier anhand der AGES-Statistik sehen. Warum verbietet dann der Staat nicht Glutamat, Aspartam, zu viel Zucker und andere schädliche Produkte in den Fertigprodukten oder eben den Alkohol und die Zigaretten, wenn ihm unsere Gesundheit so wichtig ist? Mit der Impfung ohne Geld, ohne Geschenk, ohne etwas. Aber ja, ich glaube, das ist persönliche Sicherheit. Schwer zu beantworten, könnte ich jetzt schon nicht sagen. Wahrscheinlich wird es nicht durchsetzbar sein, aber ich glaube, da findet sich keine Mehrheit dafür. Aber das ist, also jetzt so eine schnelle Antwort kann ich gar nicht geben, aber. Da sich dieser junge Mann etwas ratlos dem Reporter gegenüberstellen muss, will ich dazu etwas erwähnen. Schon allein die Bemerkung der Regierung, dass die Impfung oder auch die PCR-Tests gratis sind, ist eine Lüge, da dies von unseren Steuergeldern bezahlt wird und an die sich dann einige Parlamentarier bereichern. Und eben die 500 € Schenkungen, die hier als Frage behandelt wird, dann auch der Steuerzahler bezahlen muss. Auch die, die sich nicht impfen lassen wollen, dies mittels Steuergelder bezahlen. Oder seht mal, wie in Deutschland die jungen Männer zum Impfen animiert werden sollen, indem sie einen Besuch im Bordell bekommen. Also dekadenter geht's wohl nicht mehr, als nur mit einer Bratwurst angelockt zu werden. Den Drittstich, ja, den möchte ich nachträglich haben, denn ich habe ihn schon. Glauben Sie, muss denn getan werden, damit man die Zahl derer, die sich impfen lassen, erhöht? Ja, es geht nur um Information. Wir leben in einer Demokratie, nicht? Und Gott sei Dank nicht in einer Ja, das Diktatur. ist sehr interessant. Oder Selbstbehalt im Krankenhaus. Oder Selbstbehalt, ja. Ich würde keine Impfpflicht machen, sondern zumindest einen Selbstbehalt im Krankenhaus. Aber wenn es 2.000 € kostet, geht er zuerst impfen. Es geht nur übers Geld. Dann Es geht nur überlegt man übers sich's, Geld. ja. Was ist bei denen, die das nicht unbedingt wollen, die jetzt sagen, oh, ich will nicht oder ich traue mich nicht? Unbedingt muss man impfen. Okay. Muss man impfen? Nicht impfen. Warum? Warum hast du Angst? Wovon? No, Rebbe, no.
Na, no, Dio mio. Oh, santo cielo, però. Andate a fare un culo con i vostri vaccini. Basta, è morto. Morto. È morto davanti ai nostri occhi. Io posso riprendere perché voglio riprendere, non mi può, nessuno mi può dire niente. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Also Sie haben eine ganze Menge Dinge in den Raum geworfen, die keinerlei Faktencheck überstehen würden. Geschenkt. Aber das Schlimmste, was Sie gesagt haben, war, dass es hier um einen sicheren Impfstoff geht, um einen gut getesteten und gut dokumentierten Impfstoff. Das erzählen Sie jemanden, der hier sitzt, der seinen Mann verloren hat, weil der nämlich diesen gut gesicherten Impfstoff nicht vertragen hat und daran gestorben ist. Das ist wirklich bodenlos von Ihnen. Mein Mann hatte eine Krankheit, wo er 4 Wochen später nicht mehr geimpft worden wäre. Also im Juni ist er noch geimpft worden, im Juli wäre er nicht mehr geimpft worden. Leider hat er das nicht geschafft bis dahin und ist verstorben. Vielen Dank für Ihre Fakten.